Hey, American. You can speak. Deutsch, German. Do you speak German? You live in Germany, thing? You live in Germany. Yeah, but you not in. Yes, I'm American, but I live in Germany. Oh, whatever you do. Oh, a little bit mixed kind. What kind? Me, not. No. Do I look Thai? Thank you. Dynamite. Not too late, too late. All right. Ah, Dynamite und Thai Channel, ja. Back on Beach Road. Again, Leute. Beach Road runter Richtung Walking Street. Kaffee heute im Starbucks war scheiße. The coffee in the Starbucks today tastes like water. Und mal so nebenan der Weg, hier komme ich sehr oft hin, das ist der Hopf. Italienisches Restaurant mit Live-Musik. Ah, yes. Ja. Und hier wird ganz frisches, selbstgemachtes Hefeweizenbier verkauft. Und hier drinnen ist es immer sehr voll mit anständigen Menschen, ja, bisschen gehobenere Klasse, hier drin sind keine Tiefkalis, ja. Und, ja. Yes, really. Ja, danke. Guten Tag, mein Herr. I'm coming from Australia. Oh. Say hello to everybody there in Deutschland. Hope you're having a great time, and I hope you listen to this guy because he's got great things to say, folks. Thanks for listening. Thank you very much. Have a good time. Alright. Und hier gibt es sehr, sehr gute Pizza, Steinofen-Pizza. Und kann ich jedem empfehlen. Und absolut spitze. Das ist der Hopf hier. Alright. Also der Hopf. Merkt euch den Hopf. Ich kann euch sagen, ich kenne ja den Hopf auch. Der Hopf hat aber auch hopfige Preise. Stimmt. Stimmt. Keine Ahnung, oh, ich verreck schon wieder. Ja, aber die 13.2. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Laufen wir einfach mal geschwind die 13.2 hoch und runter, oder? Ja. Und dann wieder weiter an der Beachfront entlang. Guck, oh, seht ihr das? Seht ihr das? Das ist es halt. Wir sind im armen Thailand, deswegen steht auch gleich eine 15.000 Euro Ducati. Everything for rent. For rent. Ja, so hast du es for rent gar nicht in Deutschland, oder? Nicht an jeder Ecke so wie hier. Guck mal, hier war das Ding hier. Ja, ja. In Samui. In Samui siehst du nur solche Dinge. Ja? Voll davon. Die Küsten waren hier. Ich möchte mich dazu aber nicht näher auf Video äußern. So, hoffen wir das. Hallo! Watch out, car. Oh. Papaya Salad, ne? It's a good one. Papaya Salad? Bitte. Go on video. Alright, let's go. So, 13-2. So, 13-2 ist noch das übliche Game. Und noch früh. Ja. Mit die Street. Ist schon eine schöne Straße. Schöne? Ich mag die, ja. Die ist so richtig Bilderbuch. Bilderbuch asiatisch, nein. Die ganzen Schilder und alles. Ja. Achtung! Du bist zu schnell, Keller. Ich kann nicht so schnell laufen, sonst kriegst du nichts mit. Was hast du nicht? Du musst so schnell laufen, dann hast du nichts auf dem Video. Ach so, ja, dann ja. Dann rauscht das alles nur so durch. Guck mal, du solltest für den Mädels mal dann hier. Ja,
Hallo. Auch wieder ein Papaya-Zelle, da? Ja. Ja. Da weißt du, welche immer satt waren, welche immer zu spät kam. Was ist denn los mit diesem ganzen Tag? Das sind alles diese Chinesen-Touren hier. Das ist ja schlimm. Chicken, Chicken, Chicken. Chicken, British Chicken, ha? Spicy. All kind of chicken. Hähnchen. Letzter weiß ich nicht. Banane, gebratene Banane. Ja, Banane. Banane. Ach, Banane. Alles Banane. Alles Banane, kein Chicken. Hallo. Hallo. Da ist es. Ich hab sie gefunden, Leute. The Legendary Pump Station and Guest House. Ich kann leider nichts erklären. Ich kann leider nicht erklären, was die Pump Station ist, aber wer den Namen liest, der, naja, mehr sag ich jetzt nicht, ne? Also Pumpen verkaufen sie auf jeden Fall keine. GoPro. GoPro, yes, GoPro. Einer nach dem anderen. Die kaufen die falsche Kamera. Die Leute, man, gar nicht, Mann. Einer nach dem anderen. Ich würde das alles sperren. Alles sperren. Die Leute sollen laufen, sollen in die Bars hier gehen und ein bisschen Geld ausgeben. So, was ich hab. Okay. Kittens Bar. Die verkaufen auch kein Kit oder so, ne? Die Pumpstation ist legendär. Pumpstation? Ich wundere, dass sie so offen war. Läufst du die immer hin und nochmal zurück, damit du beide Seiten... Normalerweise nicht, können wir aber machen, wenn du willst. Ist okay. Gut, dann lass uns gleich drehen. Aber dann brauche ich... Kamera. Hallo? One hour. One hour. Sweet omelette, eh? Hallo. Ja, jetzt ist over. Jetzt können wir sie wieder runter. So ist mein Alltag. So ist dein Alltag? Normalerweise ja, die erste Woche sah es komplett so aus. Jeden Tag. Den kenn ich auch jeden Laden. Jetzt können wir ein bisschen zügiger. So, jetzt geht die 13.2 wieder runter. Mal ein Tick zügiger. Ich sterbe ja jetzt schon hier. Viel zu heiß, viel zu heiß. Aber sehr schöne Straße, auch generell vom Straßenbild. Pretty Street. Look, typical Asia, with all the signs. Pretty, pretty street, pretty street. Pumpstation. Mm-hmm. Wahrscheinlich. Think so. Thank you.
Chicken, halten wir gleich mal an. Ups, falsche Richtung. Mal hier. Chicken oder Duck, Fisch. Für Sie. Bangkok Insurance. Happy massage. Very happy. Happy massage. Oh! Und wenn meine Mutter die Videos mal sieht. Naja, sie weiß schon, was hier geht. Das guckst du schon gerne auf der Kamera. Ja, ja. Wir haben so ein Teil hier noch nicht gesehen. Ja. Und noch ein bisschen aufs Food hier. Wenn wir das für jede Straße haben. Vor allem die Würstchen, ne? Ja, ja. Gibt es auch in jeder Farbe die Würstchen? Ich wollte gerade sagen, Sausages in all kind of colors. Ja. Gibt hier. Omelette, Fisch, some soup, spicy. Just only a camera, don't be shy. Very spicy, huh? Yeah? Very smelly fish. Pretty, pretty. Naja. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, ja. Top. Da, guck mal, der kleine Salat hier. Schön. Geil. Sehr schön. Oh, wir müssen nach Chongqing. Ich wollte doch mit dir, da können wir mit deiner Frau hin, die weiß den Weg wahrscheinlich besser wie ich weiß es auch, aber. Wohin denn? Chongqing gibt es einen großen Light Food Market. Ja? Da wollte ich unbedingt mal hin. Ja, ja. Light Food? Ja, also, es gibt einen Night Market in Chongqing, aber es gibt einen Light Food Park. Mit, ach Gott, unzähligen Ständen von Essen. Okay. Für, ja, zum einen für gar kein Geld, aber halt auch interessant. Warst du schon in Natura bei dem Fischmarkt? Nee. Oh, da musst du auch mit dem Fisch machen. Ah, ist der Job dazu? Maybe, same thing, but different. Same, I saw you. Oh. Same thing, but different. Drüben war es gut, aber jetzt in der Sonne, Alter. Auch immer werden. Wenn man hier. Ach Gott, das Strike da hinten. Das ist ein Museum, ne? Ja? Tuk-Tuk-Museum, oder? I don't know. No, it's an hotel. Known. Monster. Very nice. Very nice. Let's have a short look about this car. Hostel, yes? Look at that! Crazy! Und da hat so Diesel, ne? Alright. Let's go! Beach Road again! Hello! Hat mal einer irgendwie so kleine Handtücher verkauft? Handtücher? Ja, dann ist das heiß. Ich schütze immer. Hier kannst du dir nicht wirklich kaufen. Ja? Ich kaufe das bei mir für meine Mutter. Nee. Für die ganze Stange mal wieder. Okay. Ah, aber ist mir dangerous. Oh, nein, mach das nicht. Da haben sie schon alle möglichen Sachen drin gefunden. Die sind aber vom Duty Free. Da haben sie schon alle möglichen Sachen drin gefunden. Ja, aber vom Duty Free geht. Da muss die Banderole dran sein, vom Duty Free. Du, das faken die alles. Ja? Ja. Hi. Die Chinesen erkennen schon den schönen weißen Haus. Ich schneide alles raus.
Bon Si? Nee. Ja, kenne ich, ja, aber. Man streitet drüber. Royal Garden Plaza. Wie viel Royal da dabei ist, weiß keiner. Wie viel Garden, das ist klar, nämlich keiner. Plaza, ja. Plaza Faktor da. Again. Also hätte ich eine Connection, ja, meine Lieben, dann würde ich Autohändler werden und würde hier alles aufkaufen, was Räder hat. Weil das, was ihr hier seht an Fahrzeugen, es ist unglaublich, ja. Unglaublich. Schon gut warm heute, aber es geht. Vorhin war es angenehm, da ist immer eine Brise gekommen. Ja. Aber wenn du drüben bist, dann hast du den Schatten, weißt du? Aha. Hello! Oh nee, thank you! Völlig losgelöst! Was haben wir hier? Wollen wir die mal durchlaufen? Ja, können wir. Okay, lass es kurz. Hallo, Savarika. Oh, hallo. Turn the lights off.